vite. Eigentlich war Falling in Love ja schon 1975 der Sommerhit. Aber zum Glück gibt's Coverversionen. Also schnell ein neues Popduo hergezaubert und schon kann man aus dem gleichen Song noch einen Hit basteln. Deutschlands Erfolgsproduzent Nummer 1 Frank Farian hat sich den Song gekrallt, mit La Bouche neu aufgelegt und damit den Sommerhit 95 gelandet. Davor und danach ist natürlich eine Menge passiert. Und das erzählen euch jetzt Melanie Thornton, Lane McRae und Frank Farian selbst. Viel Spaß bei Jam mit La Bouche. Stay tuned, it's Mustang's Jam TV. La Bouche sind der deutsche Pop-Exportschlager. Vor allem in Europa und Amerika sind sie die Nummer 1 des Dancefloor. Obwohl das Prinzip, eine Sängerin von einem Rapper unterstützen zu lassen, nicht unbedingt neu ist, sind La Bouche das erfolgreichste Dance-Duett. Die Männer hinter der deutsch-amerikanischen Pop-Perle sind Songwriter Amir Sarraf, der Frankfurter DJ Uli Brenner und natürlich der deutsche Hitgarant Frank Farian. Jetzt erscheint das neue Album A Moment of Love. Melanie Thornton, aufgewachsen in South Carolina, kommt eigentlich vom R&B. Ihre Karriere als Sängerin startete sie in verschiedenen Coverbands. Der aus Alaska stammende Lane McRae begann als Tänzer, bevor er seine Karriere über diverse Musicals ankurbelte und schließlich als Rapper zu La Bouche geholt wurde. Chartplatzierungen stellen sich heutzutage nicht von alleine ein. Vor das Ernten der Lorbeeren ist immer noch harte Arbeit gestellt. Und Hits schreiben sich natürlich nicht von allein. Bei La Bouche kümmert sich gleich das gesamte Team um die Songs. Amir ist normalerweise der Kreative an den Mischern und programmiert die Musik. Er legt dann manchmal einfach einen Track fest und hat nur den Groove und eine Idee für die Melodie. And have an idea of a melody for a chorus. We would listen to it, you know, and wir hören uns das dann zusammen an und ich nehme auf dein Tape mit nach Hause und schreibe dann einen Text dazu. Write lyrics, you know, to it. Wenn wir einen Song haben, normalerweise nur einen Text oder eine Melodie, arbeiten wir daran und geben es dem Produzenten. Wenn sie es mögen, machen sie dann ein Playback dazu. Wir beeinflussen uns gegenseitig und bieten es dann später erst dem Produzenten oder Komponisten an. Für mich ist das die beste Art zu schreiben, weil da wirklich Magie drin steckt. Das ist besser als herumzusitzen und über etwas nachzudenken. Das ist in deinem Kopf. So bringt man mehr Gefühl rein. Es gibt eine Sache, die ich an einigen Songwritern, mit denen ich arbeiten durfte, nicht mag. Wenn ich einen Song schreibe und ihn dir gebe, damit du ihn singst, dann möchte ich auch, dass du dich selber einbringen kannst. Es gibt einige Songwriter, die aus irgendeinem Grund wollen, dass du alles genau so singst, wie sie es geschrieben haben. Sie können dir keinen Hit garantieren, wenn du ein wenig variierst. Es gibt eine Menge Leute, die sehr genau mit ihrem Material sind.
Ich glaube, als Songwriter sollte man sehr offen sein. Wenn jemand einen Song in einen völlig neuen Zusammenhang stellt und ihn in eine ganz andere Richtung entführt, kann ich verstehen, dass man das nicht gut findet. Aber wenn man einfach nur ein paar Töne am Ende einer Zeile ändert, einer Menge Künstlern, die in Europa produziert werden, wird gesagt, sing es genau so. Dann fehlen oft Emotionen oder das persönliche Gefühl und es wirkt sehr kalt. Frank hat tausende von Songs auf Lager. Was das anbetrifft, ist das Songwriting erledigt. Ich werde ab und zu gefragt, ob ich nicht ein, zwei Zeilen ändern könnte oder einen Rap schreiben. Frank Farian ist einer der Männer hinter La Bouche. Als Produzent ist er für Qualität und Sound des Endprodukts verantwortlich. Nach 30 erfolgreichen Jahren im Showgeschäft weiß er, worauf es ankommt. Ich sage immer wieder, an einer guten Melodie kommt niemand vorbei. Das war früher schon bei den Bengelsängern im 16. Jahrhundert. Eine gute Melodie hat sich durchgesetzt, auch ohne Radio. Die Leute pfeifen das dann irgendwann in allen Gassen. Man braucht gute Songs, man braucht gute Melodien, gute Harmonien. Und ich verbinde natürlich diese Technik, die Innovation der sogenannten Technokraten. Ich versuche das eben zu vermischen. Das ist auch ein Teil meines großen Erfolges, dass ich die guten Songs, die guten Melodien verbinde mit der neuen Technik. Und das sieht man auch bei La Bouche. Nur mit guten Melodien können wir 4 Millionen LPs absetzen und über 10, 20 Millionen Singles. Im Gegensatz zu anderen Dance Acts sind bei La Bouche die Protagonisten ihre eigenen Texter und berichten daher auch über ihr Leben und ihre persönlichen Erfahrungen. Manchmal ist es so, wie ein Tagebuch zu schreiben. Und manchmal ist es einfach nur gelogen. Manchmal sind es auch Wunschvorstellungen, Dinge, von denen ich mir wünsche, dass sie passieren. Manchmal schreibe ich auch einfach über Dinge, die um mich herum geschehen, die meinen Freunden oder Familienmitgliedern passieren. Aber es sind immer echte Gefühle. Es ist einfach, über Liebe zu schreiben. Es gibt da so viele Erfahrungen, von denen man gehört hat oder die man gemacht hat, aus denen man schöpfen kann. Da steckt eine Menge Energie drin. Für mich ist es einfach, über Liebe zu schreiben, egal ob es darum geht, sich zu verlieben, um das Ende einer Liebe oder die Suche nach Liebe. Jeder muss da durch. Deswegen verkauft es sich. Und auf diesen Aspekt müssen wir auch achten. This is why it sells. You know, and we do have to look at that aspect as well. Hier in Deutschland achte ich sehr auf die Worte, die ich wähle, weil es Englisch ist und nicht jeder fließend Englisch spricht. Deshalb nehmen wir Worte, die gebräuchlich sind. Wenn wir in den Staaten wären, würde ich andere Texte schreiben. Wir wollen sicherstellen, dass die Leute mitsingen können. Darum werden wir keine vier- oder fünfsilbigen Worte benutzen, die wir selber kaum aussprechen können. Aber es gibt eine Menge Leute, denen das egal ist. Aber eine Formel haben wir auch nicht. In den Staaten gibt es eine Menge Leute, die einen Riesenabsatz in einer einzigen Strophe unterbringen wollen und dann geht es einfach zu schnell. Ich könnte da nie mitsingen. Along with any of that stuff.
Wir beide schreiben in unserer Freizeit. Für uns ist es ein Traum oder ein Ziel eines Tages, einen Song zu schreiben, den jemand anderes singt. Auf diesem Gebiet entwickle ich mich gerade. So this is the area I think that I'm developing in right now. Wie La Bouche sich kennenlernten und welche Rolle schwarze Socken dabei spielten, wo ihre musikalischen Wurzeln liegen und was Konzerte für sie bedeuten, das alles im zweiten Teil von Jam. Okahe, wanaiayo, once. Once in the season of the year, when the moon shines like diamonds in the grass, the horses run. They run to celebrate their freedom. Be free. Be free. Mustang Oregon jeans. Juicy Fruit. Je nach Lust und Laune. Egal wie ich drauf bin, ich stehe auf Wrigley's Kaugummi. Manchmal muss es Double Mint sein. Mehr Minze, das geht nicht, finde ich. Also der Juicy Fruit, der ist fruchtig. Du hast Spaß dabei zu kauen. Möglichst Bear Mint. Der ist frisch, aber auch ein bisschen süß. Für jede Gelegenheit den richtigen Geschmack. Genau richtig, immer richtig. So schmecken Wrigley's Bear Mint, Double Mint und Juicy Fruit. VIVA bringt euch The Boys on Tour. Sie heißen Kane, Salvatore, T-Soul, Flo und Stefan. Seit ihrer Hitsingle Round and Round machen die hübschen Jungs alle Mädels schwach. Die Fab Five zeigen live, was Sache ist und heizen den Dezember richtig ein. The Boys on Tour, präsentiert von VIVA. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taken over. 1994 traf Frank Farian durch eine Reihe von Zufällen auf Lane und Melanie. Die wichtigste Rolle spielte dabei die US-Armee. Ich bin indirekt durch das US-Militär nach Deutschland gekommen. Der Mann meiner Schwester war 1992 in Kaiserslautern stationiert. Auf Einladung ihrer Schwester ist Melanie Thornton dann nach Deutschland gekommen. Ich habe mit meinem Onkel Bob gearbeitet, der mir hier sehr geholfen hat. Er war schon seit 8 Jahren hier und hat in Piano-Bars gearbeitet. Er hat mir meine ersten Jobs besorgt und ich habe mit vielen verschiedenen Musikern und Bands gearbeitet. Dadurch habe ich einige kleinere Produzenten kennengelernt und ein paar Studio-Jobs gemacht. Mein Name machte in diesem Produzentenkreis dann ziemlich schnell die Runde. Ich habe eigentlich schon in 4 oder 5 anderen Projekten gesungen, bevor ich dann Sweet Dreams aufgenommen habe. I
Ich bin durch das Militär hierher gekommen. Ich war mit der Air Force ein paar Jahre im Hunsrück und in der Eifel, bevor unsere Basis 1991 geschlossen wurde. 1994 habe ich Melanie in einer Band kennengelernt und das war der Beginn der La Bouche-Saga. Als ich nach Deutschland kam, begann sich meine Militärkarriere zu ändern, weil sich meine Einstellung verändert hatte. Ich liebe es, Amerikaner zu sein. Amerika ist ein großartiges Land. Aber wie jeder Mensch auf der Welt hatte ich eine eigene Meinung. Und die ging häufig nicht mit der Politik des Militärs konform. I had an opinion, and that didn't a lot of the times go along with policies of the military. Ich brauchte einfach etwas anderes. Ich habe versucht, beim Militär andere Jobs zu bekommen, um mehr zu erleben. Aber es passierte nichts. Also musste ich mich hinsetzen und mir überlegen, was ich eigentlich wollte. Gerade als ich mich in diesem Dilemma befand, rief mich mein Freund Eddie Lawson an und fragte, ob ich in seiner Band Groove in Affairs, in der auch Melanie war, für ihn einspringen könne. Und ich sagte, klar. Ich war also in dieser Militärklasse in Kaiserslautern und hatte Ausgehverbot. Ich musste jeden Abend um 9 wieder in der Basis sein. Und das hat dann so geändert, dass ich das Ausgehverbot ignoriert habe, um mit der Band proben zu können und das Material für die beiden Shows zu lernen, die sie mit mir machen wollten. Melanie war da schon recht gut im Geschäft. Sie hatte bereits Sweet Dreams und Tonight's the Night aufgenommen. Es wurde jemand gesucht, mit dem sie arbeiten könnte. Und sie hat dann mich vorgeschlagen. Das war der Anfang vom Ende meiner Militärkarriere. This was the beginning of the end of the military career. Das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, war in meinem winzigen Appartement in Machenbach in Deutschland, in der Nähe von Kaiserslautern. Nachdem er mit Eddie Lawson gesprochen hatte, rief er mich an, um die Zeit für die Probe zu vereinbaren. Er hat mich dann abgeholt, weil er ein Auto hatte und ich nicht. He called me and we set up the rehearsal time and he came and picked me up because he had a car. I didn't have a car, so he came and picked me up for this band rehearsal. Er hatte ein weißes Hemd an, schwarze Jeans und eine Strickmütze, die oben so umknickt. Er hat wie ein kleiner Junge ausgesehen, wie ein niedlicher kleiner Junge. Als ich vorher mit ihm telefoniert hatte, habe ich gedacht, er wäre weiß. Als ich ihn dann gesehen habe, das war wie ein kleiner Schock. Das hat mich schon ein wenig zurückgeworfen. Ich weiß ja nicht, wie weiß ich mich am Telefon angehört habe. Aber als sie die Tür aufgemacht hat, trug sie einen Trainingsanzug und Turnschuhe. Oh, bitte erzähl das nicht. Okay, I tell the story.
was burgundy and white and black. Der Trainingsanzug war dunkelrot und schwarz und weiß mit verschiedenen Mustern. Also schwarz im Trainingsanzug, richtig? Und deshalb hatte ich schwarze Socken an, aber weiße Tennisschuhe. Und er behauptete, dass das ein Modefrevel sei. Ich konnte das nie wieder gut machen, deshalb trage ich jetzt nie wieder schwarze Socken zu weißen Tennisschuhen. Das haben mir meine Schwestern beigebracht. Normalerweise bin ich ziemlich schüchtern, wenn ich Leute treffe, die ich nicht so gut kenne. Mit Melanie habe ich mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt. Das hat mir auch geholfen, anderen Leuten gegenüber offener zu werden. Ich wollte ja nicht wirklich schüchtern sein, ich bin einfach so. Bring me out even more, you know, to other people. I mean, because, you know, I don't think anybody really wants to be shy, you know, it's just the way I am. We didn't have any management in the beginning. Am Anfang hatten wir kein Management. Ich habe jeden Tag beim Militär gearbeitet und bin nach der Arbeit ins Studio nach Rossbach gefahren. Ich bin morgens um 4 oder 5 Uhr zurückgekommen und ohne zu duschen in meine Uniform gesprungen und habe den ganzen Tag wieder gearbeitet und das jeden Tag. Zusätzlich waren wir für Promotion-Gigs an den Wochenenden in Italien.